Servus Leute, heute ein Video, wo ich ehrlich sagen muss, dass ich noch ein bisschen geschockt bin. Und zwar hatte ich einen Beinahunfall mit definitiv mit Todesfolgen. Also erstmal an alle, die irgendwie geil drauf sind, Blut zu sehen, Tote zu sehen oder Unfälle zu sehen, die können gleich abschalten. Das muss man leider dazu sagen heutzutage. Ich weiß, wo ich das eine Video mal gemacht habe, das hatte die meisten Aufrufe. Da ist neben mir einer gefahren mit 100 und da ist hinten ein X3, X5. Mit 160 angekommen und ist ihm einfach hinten drauf geknallt. Und ich habe das Ganze im Rückspiegel verfolgt, also direkt neben mir. Ich habe aber nichts abbekommen und war auch schon die Polizei zur Stelle. Und ich habe ein Video drüber gemacht und da gab es Kommentare, ja, und da war ja gar nichts und da hast du den Unfall nicht gezeigt. Ja, ich habe nicht aufgenommen. Das gleiche auch gestern Abend. Es war so gegen 22 Uhr. Wie gesagt, ich habe nichts aufgenommen, also es wird keine Toten geben, es wird den Unfall an sich nicht geben. Ich werde lediglich erzählen, was mir passiert ist. Also wenn es dir nicht passt, abschalten. Also ich nehme das Video jetzt am Dienstag auf, das war gestern, Montag. Ihr werdet das Video am Donnerstag höchstwahrscheinlich sehen. Bin ich von Calais, also nicht in Calais, sondern in Dünkirch oder Dunkerque oder wie auch immer das Ding da heißt, kann ich nie aussprechen richtig. Bin ich von der Fähre runter und bin dann noch bis Belgien gefahren. Und habe dann dort Pause gemacht und in Frankreich, also bei Lille, da war eine Baustelle. Und in Frankreich ist ja sonst für LKWs 90 erlaubt. Und auch sonst, die haben, also wenigstens früher, hatten die zum Beispiel an Rastplätzen, wenn du LKW-Fahrer bist, dann hast du 30% Rabatt bekommen auf Essen und keine Ahnung, ob auf Trinken auch. Also in diesen Routiers. Wie das jetzt ist, weiß ich ganz ehrlich nicht, weil wir halten nicht mehr in Frankreich in der Regel. Auf jeden Fall, da war so eine Nachtbaustelle und ich kommentiere noch, hey cool, guck mal, wäre cool gewesen, wenn ich jetzt die Kamera angehabt hätte, um mal zu zeigen in Deutschland, dass es nicht immer unbedingt bei Nacht, wo nichts praktisch los ist, dass eine Baustelle 60 km/h begrenzt sein muss, sondern die kann auch mit 90 begrenzt sein, wie in Frankreich. Jetzt werdet ihr gleich in dem Video dann auch merken, dass es ja, dass das vielleicht auch Sinn macht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich fahre halt mit 90 rein. Vor mir war noch ein LKW, der war aber noch so gut, ja, der war gut 100, 150 Meter vor mir, vielleicht auch 200. Und ich fahre rein mit 90, sehe rechts die Arbeiter, wie die arbeiten. Und auf einmal sehe ich so ein Caddy, der Typ, also mit diesen gelben Leuchten, fährt direkt vor mich praktisch und hält an. Hält an und schaut. Hey, glaubt mir Leute, ich weiß, das klingt jetzt für manche von euch komisch, aber glaubt mir, ich habe irgendwie in seinem Gesicht gesehen, dass er einfach durch mich durchschaut. Das ist wirklich jetzt Wahnsinn. Also der war kurz auf der Bremse. Also er ist wirklich zum Halten gekommen, zum Stehen gekommen. Schaut so rein. Ich schaue noch voll rein. Und ich habe das Gefühl, ey Scheiße. Und ich gehe schon auf die Bremse. Und in dem Moment fährt er los. Direkt vor mich. Direkt. Das ist jetzt... Also ich will es euch mal so sagen. Bei mir... Ich habe eine komplette Vollbremsung eingeleitet, LKW auch, alles mögliche hat rot geleuchtet,
Vollbremsung gemacht, er hat Gas gegeben, ist wieder so rechts, also um die Pylonen, da gibt es ja diese Pylonen oder wie die Dinger heißen, ist er raus und wieder rein. Ich habe in dem Moment, ich weiß gar nicht, weil in dem Moment, das ist ja alles nur Reflex, ich habe in dem Moment Lichthupe, gehupt, gebremst, mir ist alles, das Bettzeug, ey, Bettzeug war hier unten. Also Schock, ich kann euch das nicht erklären. Mir sind die Augäpfel rausgefallen, ich kann mich nicht erinnern, wann ich in meinem Leben das letzte Mal so gebremst habe. Und ich hub so, er fährt rechts rein, ich habe ihn später sein Gesicht nicht mehr gesehen. Also ich bin, das will ich sagen, vom Aufprall also er war schon unten, er war hier schon unten. Also jetzt in der Position, ich habe schon sein Heck nicht mehr gesehen. Hätte ich nicht angefangen zu bremsen, hätte ich nicht dieses blöde Gefühl gehabt, der wäre tot. Ich wäre direkt in seine Tür gefahren, weil er kommt ja so raus. Also ich wäre direkt in seine Tür, links kann ich nicht, ist so Beton, sieht man auch hier. Ich wäre direkt rein, ihr müsst euch vorstellen, sagen wir mal, ich hätte auch gebremst. Ihr stellt euch vor, ich fahre mit 60, sagen wir mal, ich hätte auf 60 abgebremst. Mit einem 40-Tonner direkt in die Fahrertür, seitlich rein. Also, was soll man dazu noch sagen? Ich habe gehupt, ich habe geflucht, ich habe... und der Kollege von ihm, so irgendwie in der Art, so, ja, okay, bleib cool, ist alles okay. Und ich wollte noch anhalten, ich wollte wirklich reinfahren in die Baustelle. In dem Moment, wirklich, ich sag nicht, dass das okay ist, aber in dem Moment, ich hätte ihn auseinandergenommen. Ich hätte den Typ auseinandergenommen. Oder die hätten mich dort verprügelt, keine Ahnung. Weil da waren ja 20 Leute auf der Baustelle. Aber ihr müsst euch vorstellen, da wäre ja mindestens ein Toter, mindestens einer. Also der in diesem Caddy wäre mit Sicherheit weg vom Fenster. Und wo ich dann den Caddy hingeschmissen hätte, weil das war ja eine Baustelle, da waren 20 Leute, haben da gearbeitet. Wo ich da noch diesen Caddy hingeschmissen hätte, in dieser ganzen Wucht vom Aufprall, das ist auch eine Frage. Also mindestens ein Toter wäre, vielleicht auch mehrere. Und der will mir so in der Art, ja komm jetzt, was hupst du da, ist doch alles okay gewesen. Denke ich mir nur, wie dumm Menschen sind. Also wenigstens diese Arbeiter, die auf Baustellen arbeiten, wenigstens die müssten sich ja bewusst sein, wie gefährlich sowas ist. Wir reden jetzt hier von mir, der komplett 100% konzentriert war. Wirklich, ich war 100% konzentriert. Ich muss auch ehrlich sagen, wenn du mit 90 durch so eine Baustelle fährst, bist du definitiv konzentrierter, als wenn du mit 60 durchfährst. Weil mit 60 und dann die Baustelle so 15 Kilometer lang ist, die letzten 10 Kilometer schläfst du ja irgendwie gefühlt. Also wirklich, es war so haarscharf, dass ich diesen Menschen einfach nur platt gemacht hätte. Also ich hatte noch circa 40 Minuten bis oder eine halbe Stunde bis zu diesem Rastplatz. Ich habe die ganze Zeit nur im Kopf gedacht mir, Alter, wenn ich den jetzt getroffen hätte, was hätte ich da angestellt? Nur dieses Gefühl, du knallst seitlich in einen PKW, ich meine, was ist ein Caddy anderes als ein PKW, knallst du rein mit einem 40-Tonner, ich habe jetzt so 12 Tonnen geladen, Leerpaletten, 11, 12 Tonnen. Das heißt, ich habe jetzt ein Gewicht von 30 Tonnen circa. Und dann denkst du dir nur so, Alter, was für ein Gefühl. Du stehst, du hast ihn getroffen und du weißt, da unten ist ein Toter. Was ist das für ein Gefühl? Also wahrscheinlich, irgendjemand von euch ist sowas wahrscheinlich auch schon passiert. Ich meine, jetzt haben wir immerhin schon viele Abonnenten. Ich meine, das ist...
ich weiß nicht, wie ich das verarbeiten würde. Ich habe schon Tote gesehen. Ich habe schon Leuten geholfen, geborgen. Leute, die auch später dann gestorben sind. Ich hab gefühlt alles Mögliche schon erlebt. Aber, also, dass ich jetzt jemand praktisch umgebracht habe, ich weiß nicht, das ist, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie ich das verarbeiten würde. Vielleicht wäre ich in einer Woche drüber weg. Vielleicht würde ich nie drüber weg. Vielleicht hätte ich dauernd Albträume. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich habe immer noch sein Gesicht. Ich könnte ihn jetzt praktisch zeichnen, den Typ, wie er mich so angehalten hat, so direkt irgendwie in mich geschaut und er fährt einfach los. Also, ihr seht, ich bin aufgebracht. Also gestern war ich komplett, ich habe mir auch gedacht, wo ich angehalten habe am Rastplatz, soll ich jetzt ein Video aufnehmen? Mein Herz hat geschlagen wie, also ich hatte Situationen, ich hatte auch schon Unfälle, aber ich habe noch nie so Schiss gehabt, weil ich hatte mit meinem PKW einen Unfall, das war alles, ich meine, ich wusste, dass da niemand sterben wird, wie soll ich das sagen? Du hast ja in dem Gefühl schon, oh scheiße, das Auto ist jetzt futsch, aber so nicht das Gefühl, du bist jetzt weg vom Fenster. Aber hier in dem, ich war im selben Moment, war ich mir bewusst, wenn ich den jetzt treffe, der ist weg, der ist tot. Da gibt es kein Zurück mehr. Ich weiß gar nicht, wie, wenn du mit so einem LKW seitlich in den Caddy reinfährst, wie das überhaupt, also frontal habe ich es ja schon gesehen, wenn, keine Ahnung, Autofahrer überholen oder LKWs überholen und dann irgendwie reinknallen, da ist ja schon das halbe Auto unterm LKW. Aber jetzt in diesem Fall, was wäre das eigentlich? Wie gesagt, erschreckend für mich jetzt so das Thema. Ich wollte es mit euch teilen. Schreibt mal eure Erfahrungen rein. Hattet ihr auch schon solche Situationen? Also ich sage jetzt ganz ehrlich, ich hatte sehr, sehr, sehr viele Situationen in meinem Leben. Aber ich hatte noch nie so, dass ich jetzt... Ich habe auch schon zweimal erlebt, dass ich an einem Stauende gerade noch so zu stehen gekommen bin. Früher, wo ich damals noch gefahren bin. Also gefühlt so 2 Meter oder 1 Meter, wirklich mit einer Vollbremsung 1-2 Meter. Aber da hast du irgendwie das Gefühl, okay, oh, jetzt könnte es knallen, aber du weißt, keine Ahnung, ich knall mit 10 km/h. Also irgendwie weißt du, da wird nichts in dem Sinne Schlimmes passieren, dass ich jetzt irgendwie ums Leben komme oder dass ich jemanden umbringe. Aber hier, das war jetzt wirklich, wo ich nur gedacht habe, ey, werde ich jetzt da irgendwie ein Familienvater oder so? Also, das ist ja alles ein Bruchteil einer Sekunde und all das geht dir durch den Kopf in dem Moment. Also wirklich, schreibt unten in die Kommentare, ob ihr sowas erlebt habt, ob ihr vielleicht sogar schon Unfälle hattet mit wo jemand ums Leben gekommen ist, auch vielleicht, weil ihr verschuldet wart oder vielleicht, weil jemand anders verschuldet war, egal jetzt. Schreibt es mal in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch. Wie gesagt, nochmal Entschuldigung an die Unfallgeilen und ja, irgendwie die sich gerne Tote anschauen oder so, dass ich die hier mit dem Video jetzt enttäuscht habe. Gott sei Dank ist nichts passiert, außer dass ich ja wirklich so einen Schreck hatte, dass das eigentlich, also ich gefühlt noch nie so einen Schreck gehabt. Ja, abonnieren nicht vergessen, den Kanal abonnieren, Glocke drücken und wir sehen uns beim nächsten Video. Also, ciao.